Ja, einfach eine neue Fabrik, die Zahnräder baut, ne? Eigentlich sollte ich so einen richtig kleinen Komplex machen. Wie sich das gehört, so lavalampenartig. Aber dafür habe ich nicht so die Zeit und Geduld gerade. Bau einfach das da. Du machst bitte nochmal Zahnräder. Reißt das dann weiter in die nächste Fabrik. Warte, bau das hier beim Eisen hin. Das ist noch einfacher. Du dahin. Das ganze Biozeug da mal raus. Und tacker dich mal fest und dich. So. Gut. Also, du nimmst bitte Eisenplatten von da, tust sie da rein, machst da draus. Zahnräder. Und dann fehlt noch Kupfer, richtig? Kupfer ist da oben. Okay, das mache ich anders. Das mache ich mit noch mehr Fließbändern. Ich brauche jetzt eine richtig kleine Anlage für rote Tränke. Du da. Noch mehr Fabriken. Eins, zwei mindestens. Gib mir die Fließbänder. Zack. Und dann machen wir dich da mal weg. Und lassen dich hier oben lang laufen. Gucken, ob das klappt. So. Der eine oder andere kann sich vielleicht denken, was ich gerade versuche hinzubasteln, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so weit hinhaut. Also Zahnräder kommen hier rauf. Du nimmst dir Zahnräder von da. Du nimmst dir... Bessere Idee. Du gehst früher hier rum. Interagierst gar nicht damit. Sondern gehst hier rum. Und füllst dann das Fließband von der anderen Seite auf. Dann haben wir unten Kupfer, oben Zahnräder und es muss nur von der Seite genommen werden. Dann kann nämlich hier oben das rausgelegt werden. Also können die roten Tränke rausgelegt werden. Die haben dann extra Fließband und das Fließband können wir dann runterführen bis zu den Forschungsdingern. Oder wir bauen die Forschungsdinger einfach um, dass die irgendwo hierhin positioniert werden. Das muss ja momentan nicht gut aussehen. Das kommt ja immer nur darauf an, dass überhaupt irgendwas gemacht wird, während ich hier am Faseln bin. So, du bist dabei, du bist dabei, du bist dabei. Gut. Ich bapp die einfach mal hier hin. Ja, okay, bei denen ist es nicht vielleicht so eine gute Idee. Mach. Ach. Ich habe noch keine Untergrundbälze, oder? Nee, sollte ich ja bald erforschen. Okay, was soll's. Da und dahin. So, Rüstung ist fertig. Was als nächstes forschen? Mauern. Oder bessere Schmelzöfen. Nee, Mauern klingt sehr, sehr gut. Bau lieber Mauern. So, du gehst da lang. So, und ich brauche mehr Ärmchen. Eine Ärmchenfabrik ist auch als nächstes mal so angeplant. So, hier, nächste Fabrik. Strom, Fließbänder, jeweils ein Ärmchen, zwei Ärmchen. Mehr Ärmchen. Shift rechts, Shift links. So, das klappt jetzt hoffentlich. Bin mir relativ sicher, dass es nicht genug Zahnräder sein werden, aber ich kann einfach ja hier hinten noch eine Zahnradfabrik ranklatschen irgendwie. Ja, mal gucken. Es wird ein bisschen eng. Oh, die Mauern sind schon fertig. Sehr gut. Gates brauche ich jetzt gleich am Anfang nicht, denke ich. Underground Bales und Splitter wären mir schon besser. Dann geht das Gewusel wesentlich einfacher. So, bau bitte sofort. Oh, wir haben keinen Stahl. Ja. Oh, und es kommt kein Erz mehr an. Was ist da los? Haben wir Stromprobleme? Ja, haben wir. Okay, das heißt, ich muss langsam mal eine ordentliche Anlage bauen. Also eine Anlage, die automatisch auch Kohle bekommt und so weiter. Oder lag es jetzt echt nur an der Kohle? Also an dem einen Boiler, der nicht versorgt war. Nö, wird immer noch mehr verbraucht, als produziert wird. Okay. Nimm einen davon, eins, zwei, drei davon, eins, zwei davon. Guck mal, wie das mit den Ärmchen hier hinhaut.
machen wir das so irgendwie. Dick zu eng, ne? Ja, es ist zu eng. Obwohl, nein, ich kann mit den Untergrundpelzern gleich arbeiten. Okay, das heißt, von hier oben kommt dann später mit sehr vielen Untergrundpelz die Kohle an und versorgt dann die Boiler hier und die Boiler hier. Alles nur provisorisch, keine Sorge. Das wird später wesentlich besser aussehen. Du stehst im Weg. So, ich hoffe, das hilft jetzt. Ja, gut. Okay. Kurzfristig gefixt. Kupfer staut sich, das ist nicht gut. Sollte ich jetzt eigentlich mit dem intelligenten Ärmchen rauszwacken und hier reinlegen. Aber ich habe noch keine intelligenten Ärmchen. Ja. Und du kommst wirklich nicht hinterher, richtig? Ja, einigermaßen klappt es. Dann lass ich es auch einigermaßen weiterlaufen. Bauschmelzofen für Stahl. Also Privatschmelzöfen. Einfach nur hinschmeißen und laufen lassen. Ja. Kriegst einen Stack. Du kriegst einen Stack. Und dann hole ich mir nachher den Stahl ab. So, die Sache hier. Warum läufst du nicht? Weil hier kein Eisen reinkommt. Okay. Nee, das brauche ich noch nicht. Öl. Oh Gott, Öl, ja. Oh, warte. Wir brauchen das auch für Essensproduktion. Das habe ich nämlich noch gar nicht automatisiert. Also falls die beiden jetzt anfangen würden, das Essen, die Essenstanks da aufzunagen oder das Wasser, hätten wir ein Problem. Okay, also das muss ich erforschen, möglichst schnell, aber ich habe noch keine grünen Tränke. Das heißt, ich erforsche jetzt kurz etwas, was praktisch ist und währenddessen fange ich an, die grünen Tränke vorzubereiten. Also selber herzustellen. So, du bekommst noch Eisen. Du bekommst Eisen. Ich weiß nicht, warum ich die Fabrik hier hingestellt habe. Und Kohle wollte ich haben für die ganzen anderen Anlagen. So. Wie viele grüne Tränke brauchen wir für die Forschung, die eigentlich wichtig ist? Das war das da. 50. Okay. Dafür bräuchten wir Inserter. Bauen wir eine Fabrik, die... Achso, dafür brauchen wir blaue Fabriken, die wir noch nicht machen können. Was brauchen wir für blaue Fabriken? Electronics. Was brauchen wir für Electronics? 30 davon. Und wir könnten dann blaue Ärmchen machen. Okay, also... Habe ich da gerade draufgeklickt? Hä? Hey. Ich war mir relativ sicher, ich hätte was anderes genommen. Egal, Electronics läuft durch, das ist gut. Und wir haben noch eine neue Basis. 11 inzwischen. Das ist kein bisschen bedrohlich oder so. Du kannst da weg. Achso, ein Untergrundpelz. Bauen wir davon ein paar. Was fehlt? Eisen fehlt. Ja, in den Anfangszeiten bei Faktur ist es immer Eisen. Später wechselt das dann zu Kupfer. Warte mal, kann ich die nicht einfach da wegnehmen? Ich würde gerne die... Wovon wirst du abgedeckt? Von dem da. Okay, das heißt, wir bräuchten nur hier. Da noch mehr Untergrunddinger. Blub. Du kannst weg, da kann ein normales hin. Gib mir normale. Chacker die Daumen fest. So, du gehst normal runter. Kannst du weg? Ja, wir machen sie einfach auf die andere Seite hier. So. Dann geht das ganz runter bis da. Schick. Okay. Ärmchen. Ärmchen für dich. Ärmchen für dich. Und ein Pol näher ran und ein Pol näher ran. Und ja, ich darf es gar nicht bewusst näher angucken, wie die Basis gerade aussieht. Das wäre ein wenig zu viel für mich. Aber Hauptsache es läuft, die Forschung tickt gut durch. Das hier sehe ich aber nicht so gerne.
wäre schick, wenn ich das einstellen könnte, dass die mehr hier reinstauen. Also momentan nehmen sie immer nur so 2-3 Tränke. Dass man irgendwie einstellen könnte, dass er immer einen vollen Stack versucht, da reinzubauen. Dass die Puffer halt ein bisschen größer sind. Genau, dich hätte ich gerne. Dich und dich. Kann ich jetzt die bessere Rüstung bauen? Nein, es fehlen noch 19 Stahlplatten. Okay. Du. Eisen. So, Kohle kommt von oben. Das lief soweit. Hier fehlte noch ein Ärmchen. So, jetzt müssen wir noch die Kohle hier hinbekommen. Das ist eine etwas weite Strecke. Deswegen mache ich das lieber mit Kisten und Ärmchen. Hier kommt übrigens noch eine Steam Engine hin. Nicht, dass wir sie gerade brauchen, aber bald werden wir sie wahrscheinlich brauchen. So. Zip, zip, zip. Mehr Ärmchen. Nein, nicht er. Das war die falsche Art von Ärmchen. Dum, 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 dum. Ach, mal voll. So. Okay. Stromversorgung sollte kurzfristig gesichert sein. Kupfer klauen. Kupfer hier hin tun. Draht her. Das her. Und ihr macht nichts, weil du nichts machst, weil du kein Eisen hast. Das geht so schnell weg. So. Einmal Sauerstoff auf. Tanken und auch Wasser von unten holen. Aber wobei, Forschungsrecht durch. Kurz warten. So. Jetzt wäre das wichtig. Ich habe, glaube ich, erst 15 oder 20 von den grünen Tränken gebaut, aber das dauert ja auch eine Weile, das zu forschen. Das heißt, wenn ich jetzt... Ja. Wenn ich jetzt hier irgendwo Stahlmopse, das baue und dann forschen die beiden schon mal so lange das Ganze ein bisschen hoch. Du hast keine roten Tränke, also bringt das keins, was ich gerade mache. Das sind doch rote Tränke, hier. Nimm. Nimm, nimm, nimm. Okay. Was als nächstes? Ich hätte ehrlich gesagt gerne mehr Eisen. Also bau mal davon noch welche. Hol ich die ganze andere Seite auch noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, was für ein Faktor Smog überhaupt hat bei Hardcoreo. Ich hoffe mal keinen allzu großen, weil ich bin gerade dabei, alles ziemlich rot zu machen. Achso, die haben schon Abdeckung. Ah, sehr gut. Kohle, gib Kohle. Mach hier alles voller Kohle und gib mir noch mehr Ärmchen. Was? Eisen, ja. Genau deswegen mache ich das gerade Spiel. Musst mich nicht so draufstoßen. So, du. Her, 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 her. Her, her, her. Dann hier einmal kurz durchrasen. Dahinter ebenfalls Fließbänder langlegen und da verbindet sich das Fließband von hier mit dem da und die Ärmchen kommen dann bei weitem nicht mehr hinterher. Aber dafür können wir jetzt ja auch schon die blauen bauen. Die auch sehr gut machbar sind. Und ich mag diesen Holzeffekt, also diese Reste, die auf dem Boden liegen. Das sieht ja passend aus. Und nicht nur so einfach weg wie vorher. Das heißt, wenn man jetzt garstig ist und einen halben Wald zerstört, dann schämt man sich wenigstens noch ein paar Minuten lang, weil überall diese Baumstümpfe rumliegen. Das Ganze sieht einfach nur sehr traurig aus. Naja, gut gemacht. So. Blub, 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 blub. So, jetzt wird wahrscheinlich das Erz nicht hinterherkommen. Das heißt, wir bauen als nächstes, sobald wir wieder Eisen haben... Ah, sieht schön aus. Bauen wir als nächstes wieder ein paar Mining Drills. Achso, oh, genau. Und immer weiter hier, ne? Können wir die Tränke oben reinschmeißen. Da, da. Und auch grüne Tränke herstellen. Was ein Problem ist, weil ich ja eigentlich nebenbei gerade was anderes herstellen wollte. Ah, okay. Namentlich nämlich die da. Zwei Stück. Okay, nächste Folge. Das mit dem Eisen hier hoffentlich ein bisschen besser hinbekommen, dass sich das schneller einsortiert. Wahrscheinlich mit blauen Ärmchen.
dafür sorgen, dass Oil Processing möglichst schnell durchkommt, damit wir alle Ressourcen hier irgendwo automatisieren können, dass ich einen zweiten Rückzugsort habe, falls das da unten zerstört wird. Was das Schiff angeht, bin ich mir nicht ganz sicher, wie ich das schützen soll. Das heißt, ich müsste wahrscheinlich den Tech Tree einmal durchgehen und gucken, wo die ersten Türme kommen. Kann ja mal hier so mit einem halben Auge rüberschauen. Repair Kit, nö. Nö. Bei den ganzen Waffen hier? Das sind Handwaffen, oder? Nee, hier, Gun Turret. 100. Okay, brauch Automation 2. Okay, das heißt, wir gehen in Richtung Automation 2, dann gehen wir Richtung Gun Turret, dann bauen wir für uns eine komische Gatling Gun? Eine komische Gatling Gun. Und dann dafür die Türme. Die Türme werden wahrscheinlich die gleiche Munition benutzen, ne? Ja. 5.56 mal 45. Interessant. Also es gibt die Vanilla-Türme anscheinend nicht mehr, sondern jetzt für jede Waffengattung extra Türme. Ja, hier ist ein 7.62 Turm. Krass. Hier ist ein Gun Turret mit 12er. Also hat man dann wahrscheinlich, also offensichtlich, verschiedene Projektilgrößen, die dann wahrscheinlich mehr Schaden machen, dafür langsamer sind oder, ne, also sich stark unterscheiden. Es gibt nicht nur einen Gun Turret, sondern jetzt, keine Ahnung, 8 oder so? Sehr schick. Sehr, sehr schick. Okay, da habe ich auf jeden Fall einen Plan für die nächsten Folgen und wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.